Hochzeitskaffee, der erste Podcast rund ums Heiraten in der Schweiz. Wir werden unterstützt durch Gomango Wedding Films, AW Lehrgang für Hochzeitsplaner und Thank You, die Internetplattform rund ums Heiraten. Liebe Brautpaar, liebe Interessenten, herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast, heute zum Thema Zivile Trauung, eine einfache Sache oder doch ein wenig komplizierter. Mein Name ist Kathi Pelosato. Ich bin Hochzeitsplanerin und Lehrgangsleiterin von der AW. Oft höre ich oder habe gehört, als ich Brautpaare begleitet habe, wir heiraten nur standesamtlich. Aber eigentlich ohne diese zivile Trauung ist das ja in der Schweiz gar nicht gültig. Also man ist gar nicht geheiratet. Da eigentlich müsste ja jeder wissen, wieso die zivile Trauung abläuft und was man alles dafür muss haben. Aber ich habe oft gemerkt, dass dort sehr viele Unsicherheiten sind. Es sind Fristen einzuhalten, Formulare auszufüllen und am Ende muss man sehr pünktlich dort sein. Irgendwie, gell, klebt ein bisschen so Amtsstaub dran. Was darf man? Wie muss man es? Wer und was muss man dabei haben? Und warum muss man jetzt eigentlich so pünktlich sein? Das möchte ich gerne mit der Tiziana Leone besprechen. Und zwar möchte ich da ein bisschen den Amtsstaub drabnehmen. Sie ist stellvertretende Leiterin Zivilstandsamt Kreis Zug und ist auch Kursleiterin bei uns an der AW. Schön, dass du da bist und schön, dass du ein bisschen den Amtsstaub ein bisschen wegnehmen willst. Danke, dass ich da sein darf und die Möglichkeit bekomme. Ja, sehr gerne. Was macht eine Zivilstandsbeamte, wenn sie nicht Hochzeiten macht? Hast du denn frei? Ja, leider nicht. Ja, was machen wir? Wir haben wirklich mit dem Leben zu tun. Wir registrieren Geburten, registrieren, also beurkunden. Es geht weiter über die schönen, die zivilen Trauungen und leider bis zum Tod, wo wir beurkunden. Und dazwischen haben wir noch ganz viele andere kleine Sachen, die wir auch noch machen. Vor einiger Zeit hast du mich ermahnt. Und zwar hast du mir gesagt, es heisst nicht standesamtliche Trauungen, Kathi, es heisst zivile Trauungen. Ich war dann etwas verwirrt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Denn 90% der Leute nennen das so. Also, was ist genau der Unterschied oder was ist jetzt genau falsch an dieser Bezeichnung? Es ist einfach so, wir in der Schweiz reden wirklich vom Zivilstandsamt und von der Zivilstandsbeamtin. Das Standesamt, das kommt halt wirklich vom Fernsehen, von den deutschen Sender, von Deutschland. Und ja, das ist einfach vielleicht wegen dem, weil mir wirklich halt überall steht immer nur Zivilstandsamt und die Leute reden dann gleich vom Standesamt. Dann glaube ich, habe ich zu viel Fernsehen geschaut. Klagen auf einem grossen, höheren Niveau. Nein, aber ich finde das auch richtig und ich bin dort wirklich auch ein bisschen so, okay, woher kommt denn die Fehl? Weil einfach auch Kunden, auch Brautpaar, dann das natürlich so bezeichnen. Mhm. Welche Voraussetzungen muss eigentlich gegeben sein, dass so ein Verfahren eingeleitet werden kann? Muss ich volljährig sein? Wie ist das eigentlich? Welche Voraussetzungen muss in der Schweiz gegeben sein? Ja, sicher muss man die Voraussetzung sein, dass man handlungsfähig ist. Das beinhaltet natürlich die Volljährigkeit und auch die Urteilsfähigkeit. Nebst dem darf man natürlich nicht schon verheiratet sein, weil wir Ehen sind bei uns in der Schweiz schade für einige Leute, ja. Genau, also das sind sicher mal so die offensichtlichen Voraussetzungen, die man muss mitbringen muss. Und wenn jemand nicht volljährig ist, also ich weiss zum Beispiel, wenn meine Mutter geheiratet hat, ist man mit 21 volljährig gewesen. Genau. Das heisst, meine Mutter hat mit 19 geheiratet. Sie hat damals müssen die Einwilligung vom Vater haben. Ist das heute noch so möglich? Oder sagt man eigentlich, unter 18 machen die das gar nicht? Nein, heute darf man das nicht mehr machen. Früher war es so, dass man eben, es ist erst seit 1996 ist es so, dass eigentlich die Volljährigkeit abgesetzt worden ist auf 18. Ah, okay. Eigentlich gar noch nicht so lange her. Und dann hat man einfach gesagt, ehefähig ist man halt schon vorher, aber volljährig halt mit 21. Aber das gibt es heute wirklich nicht mehr. Die Ehefähigkeit, Volljährigkeit ist das Gleiche angeknüpft. Wann ist ein Heirat unmöglich? Also du hast gesagt, schon mal geheiratet sein, also nicht geschieden sein. Man kann ja schon geheiratet sein, ja, aber einfach geschieden sein.
Also eine Ehe muss einfach eben aufgelöst sein, sei das durch den Tod des Ehepartners oder durch eine Scheidung. Man muss natürlich auch einen rechtmäßigen Aufenthalt haben in der Schweiz. Das muss auch gegeben sein, weil das eine Voraussetzung ist, dass man überhaupt kann heiraten kann, unter anderem. Und ich meine, ich tue mich jetzt da ein bisschen als Trash-TV-Guckerin outen. Es gibt ja die, zum Beispiel in Amerika, die in 90 Tagen zum Altar. Was ist, wenn der Bräutigam zum Beispiel oder der eine in der Schweiz wohnhaft ist und die andere nicht? Mhm. Ist das auch mit diesen 90 Tagen? Weil ich glaube, das Touristenvisum geht, glaube ich, 90 Tage, wenn ich mich nicht täusche. Genau, also wenn sie ein Visum oder auch ein Visum aufgrund von der Ehevorbereitung bekommen, ist es meistens 90 Tage gültig. Aber da haben wir natürlich schon mit den ganzen Vorbereitungen vorher angefangen, wenn man das halt schon dazu zählt. Aber natürlich bekommt man dann das Visum auch erst, wenn dann die ersten Voraussetzungen erfüllt sind. Und dann schaffen wir das eigentlich in der Regel immer, dass man dann in dieser Frist kann heiraten kann. Wie viel Zeit muss ich für so ein Verfahren einrechnen, also das Ehevorbereitungsverfahren? Ja, es kommt halt ganz darauf an, ist man bei uns in unserem eidgenössischen Zivilstandsregister registriert. Die Schweizer müssen registriert sein, alle. Und ausländische Personen sind natürlich nur registriert, wenn sie mal ein Zivilstandsereignis in der Schweiz hatten, ab 2004. 2005, das heisst, das Zivilstandsereignis eine Geburt von einem Kind, eine Vaterschaftsanerkennung, eine Einbürgerung, die man angefangen hat. Einfach so. Und wenn man registriert ist, sage ich mal, wenn wir einen freien Termin haben, kann man übernächste Woche, je nachdem, wenn man schnell ist, dann schon heiraten, oder? Und wenn man halt Papier muss vom Ausländer holen, ist das dann schon das, wieder ein längere Genau. Geschichte. Das kann eine sehr lange Geschichte sein, weil man vielleicht dann muss Beglaubigungen etc. einholen oder eine Überprüfung durch die Schweizer Vertretung. Dann geht vielleicht zum Teil das schon nur 3 bis 6 Monate. Ja, dann muss man halt genug Zeit einrechnen. Wir sind ja recht ein Multikulti-Land in der Schweiz. Also ich selber bin ja Italienerin. Ich habe nur die italienische Staatsbürgerschaft. Bin zwar hier geboren, bin hier aufgewachsen. Bin ich ein bisschen schneller oder muss ich das ganze Verfahren über das Konsulat oder meine, ich habe immer noch eine Gemeinde in Italien, wo ich registriert bin, ja, ist das immer noch so oder ist, wenn man jetzt in meinem Fall hier geboren, aufgewachsen ist, ja eigentlich das ganze Leben hier verbracht hat, das auch ein bisschen schneller? Natürlich kann man sagen, wenn man da geboren ist, ist man schnell an einer Geburtsurkunde. Ja. Da kommt man sicher innerhalb von einer Woche über. Aber je nachdem muss man halt vom Heimatland sag ich mal, einen Zivilstandsnachweis bringen. Okay, und das kann und unter Umständen länger gehen? Je nach Land, genau. Was hast du dort für Zeitraum schon erlebt in deiner Tätigkeit? Ja, viel ist auch noch manchmal das Missverständnis, wo die Leute halt viel sagen, sie sind ledig. Aber ledig ist für uns ledig, ich war noch nie verheiratet gewesen. Und wenn dann schon natürlich die Beratung falsch läuft, weil wir meinen, die Person ist ledig, aber die ist vielleicht geschieden. Weil halt viele meinen auch, man ist wieder ledig, wenn man geschieden ist, dann gibt es schon wieder Zeit, die man verliert. Und dann habe ich auch schon bei einem Paar, die haben mir wirklich den Urkunde auf ledig gebracht. Und dann habe ich die Vorbereitung gemacht und dann tut ausfüllen, ich war verheiratet. Und ich, hä? Und dann, ich so, Entschuldigung. Sie waren verheiratet und haben das am Heimatland nicht gemeldet. Ah oh nein, ich habe das nie gemeldet. Und dann fängt es alles wieder von vorne an. Und dann wird es kompliziert. Und dann wird es kompliziert, weil man alles muss nachmelden muss. Mhm. Genau. Seit dem 1. Juli gilt ja Ehe für alle. Genau. Wie sind so deine ersten Monate? Was für Erfahrungen, was kannst du uns erzählen von diesen ersten Monaten? Also natürlich haben wir gerade Umwandlungserklärungen haben wir jetzt ein paar entgegengenommen. Das ist ja wirklich, wenn sie die bereits eine eingetragene Partnerschaft haben, können sie das erklären und umwandeln in eine Ehe. Wichtig ist dann einfach zu wissen, dass dann wirklich der neue Zivilstand ist verheiratet, seit dem Datum, wo man die Erklärung entgegennimmt. Vorher gilt man als für Partner. Genau, in einer eingetragenen Partnerschaft, ja. Und meine Erfahrung ist, dass wir wirklich jetzt ein paar Erklärungen hatten, in der Stadt Zug. Neue Eheschliessungen, das heisst jetzt von Gleichgeschlechtlichen, die noch vorher ledig waren oder geschieden, was auch immer, haben wir bis jetzt noch wenig gehabt. Okay. Wie hat sich das, also ist der Prozess ist etwas anderes, aber in dem Moment, wo du ja Trauung machst,
Ist es dann etwas anderes? Hast du, oder sagst also für mich hat es schon vorher eigentlich ja. ist es plus minus das Gleiche. Wir haben schon vorher bei Eintreten der Partnerschaft haben wir schon die Möglichkeit gegeben, oder sie haben es gehabt, zum Wählen, möchten sie eigentlich nur unterschreiben oder möchten sie auch eine Zeremonie haben, analog von der Eheschliessung. Und so haben wir halt auch schon vorher, sage ich jetzt mal, Trauungen von Gleichgeschlechtlichen gehabt. Okay, offiziell natürlich ist es nicht. Ja, ja. Aber natürlich haben wir so Zeremonie und dann ist einfach nicht das Ja-Wort im Vordergrund gestanden, sondern man hat dann einfach den Beleg müssen unterschreiben lassen. Aber auch dort, darum ist es für mich heute nichts Spezielles. Gibt es da noch irgendeinen Unterschied oder ist wirklich alles gleich? Also musst alle Dokumente genau gleich oder gibt es immer noch irgendetwas, wo du sagst, dort ist das Formular doch noch anders? Ich meine, man hat alle Formulare müssen anpassen, das ist auch noch Prozedur wahrscheinlich, wo sicherlich noch nicht beendet ist. Aber gibt es im Verfahren irgendetwas, das anders ist? Nein. Es war schon vorher alles gleich. Es hat einfach, das Formular hat auch auf den ersten Blick gleich ausgesehen. Es sind einfach ein paar Begriffe abgeändert worden. Anstatt Braut, Bräutigam ist vielleicht Partner 1, Partner 2 gestanden. Aber das Verfahren, was man für Voraussetzungen hat, ist genau gleich. Wie vorher, wie auch heute. Das hat sich nicht geändert. Wie bereits besprochen, ist in der Schweiz das Ehevorbereitungsverfahren ja zwingend. Ich weiss jetzt nicht genau, wie das in anderen Ländern ist. Da habe ich jetzt wirklich auch selber als Hochzeitsplanerin keine Erfahrung. Weil ich habe meinen Brautpaar eigentlich immer empfohlen, die zivile Trauung immer in der Schweiz zu machen. Weil es einfach von den Dokumenten her halt einfach viel, viel einfacher ist als später. Wie leite ich das Verfahren ein? Also wie passiert das? Ich rate eigentlich immer, dass man sich beim zuständigen Zivilstandsamt sich melden. Zuständig ist immer das Zivilstandsamt, das auch für deinen Wohnort zuständig ist. Wenn Brut, Bräutigam oder einfach die Partner oder die Verlobten nicht am gleichen Ort wohnen, können sie wählen, welches. Aber sie müssen es dann gemeinsam bei einem Zivilstandsamt machen. Also sie müssen beide gemeinsam erscheinen zu diesem Termin? Ja, man kann sich nicht vertreten lassen. Was ist, wenn der eine von beiden im Ausland ist? Dann ist es eben die 90, das Visum muss man abwarten, dass sie da ist oder er da ist und dann kann man das erst machen. Dann hat der Verlobte, der sich im Ausland befindet, hat die Möglichkeit, bei der Schweizer Vertretung einen ersten Teil von dieser Ehevorbereitung zu absolvieren. Aha, okay. Und aufgrund von dem, das muss er auch gemacht haben, damit er dann aufgrund von dem ein Visum bekommt, mit der Begründung, ich möchte heiraten. Und dann kommt er in die Schweiz und dann können wir die Ehevorbereitung abschliessen. Wie haben Sie das jetzt eigentlich während der Corona-Zeit gemacht? Haben Sie das können machen, die Gespräche? Oder ist das auch wie Zoom gelaufen? Nein, das darf man nicht. Das ist nicht. Verboten, ja. Also die Leute mussten wirklich auch in dieser Zeit müssen zu dir ins Büro kommen, das vorbereiten. Wann muss ein Brautpaar entscheiden, welchen Nachnamen das sie tragen? Zum Thema Nachnamen kommen wir nachher noch. Aber wann ist der Moment, wo sie muss er oder sie sagen, ich würde diesen Namen tragen? Also am besten natürlich im Zeitpunkt der Ehevorbereitung. Weil dort tut man dann den Namen bestimmen. Man tut dann noch das Formular dann unterschreiben, wo man dann sieht, den Namen vor der Eheschliessung und nach der Eheschliessung. Ich sage jetzt mal, schlimmstenfalls muss man es einfach, wenn man es nochmal ändern will, auch wenn man schon die Vorbereitung abgeschlossen hat, vor dem Ja-Wort. Apropos, ich werde nun gleich meinen Namen behalten. Wie muss ich mir das Gespräch vorstellen? Also, wie lange dauert das? Klopfe ich einfach an deiner Tür und sage, Tiziana, ich möchte jetzt gerade ein Ehevorbereitungsverfahren machen. Wie läuft das Ganze? Ja. Wir selber sind ein kleines Zivilstandsamt und oft ist halt einfach nur eine Person anwesend. Da empfehle ich mir wirklich, einen Termin abzumachen, weil es schwierig ist, einfach vorbeikommen, einen Schalter kommen und sagen, wir machen es jetzt. Natürlich gibt es vielleicht auch Zivilstandsämter, die ein bisschen grösser sind, die Schalter haben, wo man sagt, hey, nein, wir brauchen keinen Termin, weil es gibt wirklich nur Leute, die nur das machen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten, aber kommen vorbei. Da würde ich mich erkundigen oder vielleicht steht auf der Homepage etwas. Und wie ist denn das Gespräch mit dir? Wie tief gehst du? Was fragst du alles? Was ist dort? Und wie lange geht das? Ja, bei zwei Schweizer, sage ich jetzt einmal, geht es
circa eine halbe Stunde, wenn man auch sogar die Trauung besprechen muss. Wenn es nur die Vorbereitung ist, geht es etwa 20 Minuten. Und mit, wenn vielleicht noch eine ausländische Person, die einen Dolmetscher braucht, weil halt eigentlich alles doppelt gesagt wird, kann es auch doppelt so lange gehen, also dreiviertel Stunde bis eine Stunde. Wichtig ist, dass man sich ausweisen können, also die Identifikation von dieser Person muss ich durchführen. Man muss überprüfen, sind die Personendaten bei uns wirklich aktuell auf dem neuesten Stand. Man tut eben die Namensführung besprechen, man muss überprüfen, dass kein Ehehindernis besteht. Ein Ehehindernis kann sein, dass man eben noch verheiratet ist, dass man zu nahe miteinander verwandt ist. Einfach so. Da wird das angeschaut. Man tut das eben dann auch bestätigen, welche Namensführung man gewählt hat. Das Verfahren tut man abschliessen. Es ist dann 3 Monate gültig nach dem Abschluss der Ehevorbereitung. Das heisst, man muss in diesen 3 Monaten heiraten. Man kann es auch nicht verlängern. Also das heisst, man müsste bestenfalls schon ein fixes Datum für Trauung bei euch gebucht haben. Muss man nicht. Weil, du weißt ja, die Leute in 3 Monaten. Was? Ich muss in 3 Monaten heiraten. Genau. Die wollen ja am besten so, ja, ich möchte den 15. Mai. Ja. Und die können ja jetzt die Ehevorbereitung bei dir nicht machen. Genau. Es ist ja so, wir nehmen die Trauungstermine provisorisch entgegen 1 Jahr im Voraus. Also man kann reservieren und sagen, hey, ich möchte heute in einem Jahr heiraten. Und dann informieren wir sie dann schon, informieren, auf was sie sicher achten müssen, dass das wirklich auch geht, dass sie rechtzeitig die Dokumente organisieren, dass sie rechtzeitig bei uns vorbeikommen. Wie lange ist zum Beispiel so eine Geburtsurkunde gültig? Oder so ein ausländisches Dokument? Es gibt viele Dokumente, die nicht älter sind als 6 Monate. Es gibt aber zum Beispiel auch einen Urkunde oder Geburtsurkunde, die in gewissen Ländern nur einmal im Leben ausgestellt wird, bei der Geburt. Aber bei uns in der Schweiz oder auch in den umliegenden Ländern, da kommen jederzeit eine neue und aktuelle Geburtsurkunde über. Ist mir gerade fragend, jetzt habe ich nämlich gerade etwas wollen fragen. Aber der fixe Termin, wenn du jetzt siehst, die haben das Jahr vorher bei dir gebucht, gell? Und du siehst, eigentlich müssen sie jetzt zum Verfahren kommen. Bekommen sie von dir ein Telefon über, so, möchten die recht gerne vorbeikommen, das Verfahren eröffnen, oder ist das eine Bringschuld? Also, wir schauen es jetzt nicht kontinuierlich immer anschauen, aber natürlich schauen wir auch immer ein bisschen vorwärts und sagen, hey, ist die Trauung in Ordnung? Haben wir dort schon alles bekommen? Ist sie definitiv oder ist sie noch provisorisch? Und dann haben wir es auch schon gemerkt, oh, die wollen ja in 3 Wochen heiraten, wir haben ja noch nichts gehört. Und dann schauen wir natürlich denen schon anrufen. Aber es ist nicht so, dass wir so terminiert haben, dass wir 3 Monate gehen rausschauen, hey, wie sieht es aus? Weil schlussendlich informieren wir die Leute auch darüber, informieren. Sie kommen es schriftlich über. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass das eingehalten wird und sie auf uns zukommen. Ja, es ist also auch eine Bringschuld von ihrer Seite. Aber du hast gesagt, jetzt ein Jahr. Ist das generell so, dass man so früh Termine kann? Oder entscheidet das eigentlich jedes Zivilstandsamt für sich selber, was für Fristen? Außer jetzt beim Ehevorbereitung, die ja nicht mehr national ist. Aber den Rest könnt ihr das selber entscheiden? Ja, es gibt auch Zivilstandsämter, die sagen, sie nehmen nur ein halbes Jahr im Voraus Termine an. Ich habe das mal erlebt am 8.8.2008. Das Brautpaar wollte unbedingt am 8.8.2008 in Bellinzona heiraten. Ja. Und ich konnte frühestens 3 Monate vorher reservieren. Also ich habe alles abgeklärt und so für das Brautpaar. Und dann habe ich wirklich am 8. Mai, am Morgen am 8. vom Telefon genommen, dass sie auch die Zeit bekommen. Ja. Weißt du, weil es ist dann vielleicht 7:45 noch frei, aber das hilft ja dem Brautpaar ja nicht wirklich. Und es ist ja auch vielfach so, dass wir Hochzeitsplaner die Termine gar nicht fixen können, also Zivilstandsämter. Also das, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt bei euch den Termin vorreservieren für einen Kunden, aber sonst muss das der Kunde selber machen. Jetzt in Bellinzona konnte ich das machen, aber in anderen Zivilstandsämtern weiss ich, da haben sie schon gesagt,
das Brautpaar muss anrufen. Ich habe für mich selber bereits, ich glaube, es ist 1991, es kann 1992 sagen, du weißt vermutlich besser als ich, wenn es namensrecht gewechselt hat, aber irgendwo roundabout in diesen Jahren, gell? Also jetzt das Namensrecht, das wir jetzt haben, ist seit dem 1. Januar 2013. Und das davor? Hat 1988. 1988, gut. Dann habe ich so roundabout in diesem Zeitrahmen, und zwar habe ich ich habe damals bei der Schifffahrtsgesellschaft für Waldstättersee gearbeitet, in der Station Brunnen. Und wir haben dort noch öfter, ich musste mitfahren mit dem Schiff, wenn es Apero geht. Und dann war eine Frau, die ihren Mädchennamen behalten hatte. Und ich war dort und habe gesagt, das werde ich auch machen. Meine eigene Hochzeit war noch weit entfernt, also über 20 Jahre später. Und mein Mann ist gar nicht, noch nicht in meinem Universum existiert. Aber für mich war so irgendwie klar, dass ich meinen italienischen Namen behalte. Es hat auch ein bisschen mit dem italienischen Namensrecht zu tun, wo ja Frauen ihren Namen ja behalten, auch nachdem wir verheiratet sind. Das wissen ganz viele Leute nicht, dass das in Italien gang und gäbe ist. Ich hatte immer wieder Brüte, die mich gefragt haben, ja, was würdest denn du machen? Und so. Und ich habe mich da extrem gehütet, einen Ratschlag geben, weil ich finde, es gibt nichts Richtiges, es gibt nichts Falsches. Ich kann ein bisschen sagen, aber bei mir ist es ist um meinen Namen gegangen, es ist mir wichtig gewesen, es ist auch mein Name irgendwo. Ich habe jetzt auch vielfach erlebt, Frauen oder in meinem Bekanntenkreis, wo sich getrennt haben und dann wieder zurück zu ihrem Mädchennamen sind, weil sie den Namen vom Mann nicht mehr wollten tragen, aus welchen Gründen auch immer. Ein riesen Drama. Und ich habe einfach gedacht, okay, ich bleibe bei mir und dann bin ich happy. Aber eben, es muss nicht generell, das, was ich gemacht habe, muss generell das Richtige sein. Also zuerst mal frage dich Brautpaar auch um Rat. Wie gehst du mit so etwas? Und sagen sie, Frau Leone, was würden Sie denn machen? Das kommt jetzt weniger vor. Also, so, dass ich mich jetzt mal erinnere, dass das schon jetzt oft vorkommt, ist, nein, überhaupt nicht. Viel ist dann die Diskussion, ja, was haben wir jetzt wirklich für Möglichkeiten? Was ist mit dem Bindestrich? Aber meine Mami hat und man hat doch können. Das sind eher die Fragen, aber nicht, dass sie mich um Rat fragen. Okay, also dass sie einfach fragen, was ist die Frage. Kannst du das nochmal allen ganz genau erklären, was ist machbar, was gibt es für Möglichkeiten, was sagt das Namensrecht von heute? Also das schweizerische Namensrecht sagt, dass man jeder den Namen behalten und dann kann man bestimmen für allfällige gemeinsame Kinder, ob es den Ledignamen dann vom Vater bekommen soll oder den Ledignamen von der Mutter. Die zweite Möglichkeit ist, dass man den Ledignamen vom Bräutigam als gemeinsamen Familiennamen nimmt. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man den Ledignamen von der Braut als gemeinsamen Familiennamen führen tut. Das heisst, wenn ich jetzt Susi Müller und Max Meier, also sie können sagen, wir heißen Müller und Meier und es bleibt Müller und Meier, sie müssen sich auch für die Kinder entscheiden, ob sie Müller oder Meier nehmen. Oder sie sagen, wir heißen alle Meier. Oder wir heißen alle Müller. Genau. Insofern, dass die Namen die Ledignamen sind. Ja. Dann kann man das. Wenn man schon mal geheiratet ist, geht das nicht. Wenn jetzt der Müller oder Frau Müller, dass der Name ist aus der Ehe und sie heisst Ledig Hugendobler, dann darf sie natürlich Müller nicht einfach weitergeben. Dann wäre es dann Hugendobler. Okay, oh Gott. Ja, also dann lieber Meier als Hugendobler. Ja, nein, also. Früher ist das ja anders. Meine Mutter hat das mit dem Bindestrich ja noch gehabt. Ich, als ich ja geheiratet habe, durfte ich ja nicht allein meinen Namen behalten, sondern ich habe den von meinem Mann hinten als Appendix angehängt, also so als Anhängsel. Heute ist das nicht mehr so. Ich führe das weiter, weil es hat sich bei mir einfach so ein bisschen eingebürgert. Also, du bekommst auch so Fragen über, gell? Ja, also du hast auch offiziell einen Doppelnamen. Wenn du nie dort etwas daran geändert hast, dann musst du das theoretisch auch so weiterführen. Genau, das, was du vorher angetönt hast mit dem Bindestrich. Nach schweizerischem Namensrecht hat es noch nie eine Namensführung mit Bindestrich gegeben. Okay. Das ist einfach
nur Gebrauchsnamen nennen wir das. Aus was ist denn das entstanden? Ja, musst du dir mal vorstellen, vor schon nur, sag ich jetzt mal, 70, 80 Jahren hat man jetzt, ich sage jetzt mal, nehmen wir halt das Beispiel bei uns in Oberägeri, hat man einfach vielleicht in dieser Gemeinde nur 12 Familiennamen gekannt. Und dann, damit man ja gewusst hat, welchen meine ich jetzt, weil ja alle Iden geheissen haben, gut, das ist eher Unterägeri Geschlecht, aber ja, ist gleich, dann hat man weil jeder Ite geheissen hat, dann hat man gesagt, ja, man tut mit Bindestrich noch den Ledignamen der Frau an. Ite Roggenmoser zum Beispiel. Und dann hat man immer gewusst, oder eher gewusst, wer ist denn das? Ich bin im Kanton Uri aufgewachsen. Ich weiss nicht, wie viele Namensschildchen an den Leuten irgendwie Giesler war, Brand, Tresch. Also das habe ich manchmal gefunden. Also einmal lange, aber ja, ist ja klar. Mhm. Jetzt, wenn ich mich als Brut entscheide, meinen Namen zu ändern, wie lange ist denn der Pass gültig? Also der Pass, wie schnell muss ich das Zeug verändern? Es gibt nicht eine Frist innerhalb von 8 Tagen, aber streng genommen ist nach einer Trauung der Pass nicht mehr gültig, weil man ja die Änderung gemacht hat. Aber das ist auch so, wenn man ja zügelt, hat man ja auch, sagen wir mal, 14 Tage Zeit, um das zu ändern. Beim Pass ist das Gleiche, man muss sich halt dann einfach wirklich bemühen, dann neue Urkunden zu bekommen. Weil wir haben schon einen Podcast gehabt zum Thema Flitterwoche. Und dort hat der Kurt zum Beispiel gesagt, man muss sich das gut überlegen, weil wenn er Papier ausfüllt auf einen Namen, dann kann ich plötzlich, aber wenn er es auf Müller ausgefüllt hat, kann nicht plötzlich Meier dort stehen. Genau. Und er hat zum Beispiel gesagt, schaut, nutzt den Pass. Pass ist eigentlich generell 6 Monate noch gültig drüber. Dann geht ihr auf Nummer sicher. Und sonst müsst ihr einfach so schnell wie möglich die Passänderungen machen. Also ja. Man muss dann ganz gut überlegen, wenn man die Dokumente ausfüllt für die Flitterwoche, außer man geht irgendwie erst 6 Monate später auf die Flitterwoche, klar, dann hat man ja genug Zeit. Muss man sich ganz gut überlegen, als was füllt man die aus. Was man dort auch noch muss überlegen, nicht nur, wenn ich sage, ja, ich nehme den Namen von meinem Mann an, aber wir haben, heute ist es einmal so, in der ID und im Reisepass die Möglichkeit für den Gebrauchsnamen zu führen. Das heisst, wenn ich jetzt den Namen von meinem Mann annehme, dann könnte ich jetzt mit Bindestrich noch Leone hineinfügen. Und das muss man sich natürlich auch überlegen. Hast du die schönen Namen her? Nein. Ich habe schon gedacht, ich bin jetzt gerade verklopft. Und das ist halt auch etwas, was man sich überlegen muss, weil wir in einer ID oder in einem Pass einen Gebrauchsnamen führen. Das kann abweichen vom amtlichen Namen. Oh mein Gott, jetzt wird es dann kompliziert. Ja, gell? Und ich sage jetzt einmal, wenn das Gesetz in der Schweiz ändert, man sagt ja jetzt schon wieder, das Namensrecht muss geändert werden, dann kann vielleicht auf einmal auch kommen, ja, Pass-ID gibt es dann keinen Gebrauchsnamen mehr, man muss wieder amtlich. Also man muss sich auch sagen, vielleicht ist es irgendwann nicht mehr möglich. Wohin geht die Tendenz, wenn du sagst, Namensrecht ist schon wieder in Diskussion? Viele sagen wieder, sie wollen einen Doppelnamen einführen. Okay. Und zu der Ausweisausstellung. Wir haben die Möglichkeit, schon vor der Trauung die zu beantragen. Man braucht einfach ein Dokument vom Zivilstandsamt, dann kann das Ausweisbüro das machen. Gerade wenn man das will, das Zivilstandsamt wird es geschickt, wo die Trauung durchführt. Und dann kommen wir wirklich nach der Trauung, zack, die neuen Ausweise rüber. Das ist natürlich super. Ja. Das ist natürlich super. Wenn man das weiss, kann man das natürlich machen. Genau. Also ich habe recherchiert, irgendetwas stimmt bei dieser Statistik nicht, aber ich weiss es nicht, wo der Fehler ist. Und zwar habe ich recherchiert, dass 70% der Frauen nehmen den Namen vom Mann an, 2% der Männer nehmen den Namen der Frau an und 20% der Frauen, und da stimmt aber irgendetwas nicht, behalten ihren Ledignamen. Wobei in städtischen Gebieten eindeutig höher ist als in ländlichen Gebieten. Was ist so bei dir? Also wenn du so über den Turm peilst, würdest du sagen, stimmt die auch? Oder der Zug ist so eher städtisch, würde ich jetzt sagen. Vor 20 Jahren eher ländlich, heute eher städtisch. Ja, es ist noch schwierig. Es ist natürlich auch, es tut nicht nur das Schweizer Namensrecht drin spielen, sondern auch das ausländische Namensrecht. Weil halt jede Person, die nicht Schweizer ist, hat natürlich die Möglichkeit, sein Heimatrecht anzuwenden. Und wir haben doch viele Länder auch um uns, um die Schweiz herum,
die das gar nicht kennen, den Namen anzunehmen. Sondern dort ist es üblich, wie du sagst, Italien, Frankreich, Niederlande, die behalten einfach den Namen. Und darum denke ich, hat es schon früher immer wieder gegeben, einfach nach ausländischem Namensrecht, dass die Leute den Namen behalten haben. Auch Spanier, Portugiesen. Ja, mit denen. Genau. Und darum denke ich, kann es schon sein, weil halt bei der Statistik ist ja nicht nur der Schweizer zählt, sondern alle, die in der Schweiz heiraten. Ah, du meinst, die 10% kommt wegen dem? Ja, vielleicht, was es ein bisschen mehr gut tut. Aber es ist halt auch so, ich merke es halt auch, Jüngere oder die, die vielleicht noch Familienplanung haben, sind eher da und sagen, ja, ich nehme einen gemeinsamen Familiennamen an. Wenn man vielleicht ein bisschen älter ist und heiratet oder die zweite Heirat ist, ist vielleicht die Tendenz eher, dass jeder den Namen behaltet. Ja, und ich, eben die 2% Männer, die den Namen von der Frau annehmen, also ich kenne in diesen 2% tatsächlich auch noch ein paar Leute. Ja, wie ist da deine Erfahrung? Ist das eher ja, weniger? Ja. Oder, also ich weiß auch, bei mir ist es auch eher selten. Ja, ne? Ja, ich finde es auch schade, das wird gar nicht diskutiert. Nein. Das wird immer noch diskutiert, ja, nimmst du meinen Mannnamen an als Mann, oder? Oder behaltest du deinen Namen? Aber es wird nie diskutiert, ja, tun wir der Frau ihren Namen als gemeinsamen Namen führen. Und das merken wir auch, es wird nie so diskutiert. Und da werden manchmal, wenn ich sage, ja, es gibt ja die Möglichkeit, Frau ihren Namen zu führen, und dann gibt es da manchmal Blickauskontakt und dann denke ich, okay, gut, es kommt nicht in Frage. Ja, wir sind so ein leicht patriarchalisches Land. Ja, es ist unüblich, vielleicht in anderen Ländern, also wäre sicherlich kein Problem. Ich glaube schon, dass hier sehr viel Tradition und Kultur spielt, dass es halt früher immer so war, dass eine Frau den Namen vom Mann angenommen hat. In vielen Ländern kommt ja der Bürgermeister oder sein Stellvertreter die Trauung machen. Also ich weiss zum Beispiel auch in Italien. In Italien ist es auch so, dass zum Beispiel der Pfarrer das in der kirchlichen Trauung integrieren kann. Mhm. Sie müssen zwar Dokumente machen, also ganz genau weiss ich es nicht, aber ich weiss, es ist so, er sagt dann gewisse Paragraphen und dann ist man auch verheiratet. In Deutschland weiss ich, kann man an ganz verschiedenen Orten, im eigenen Garten, auf dem Steg, man kann an verschiedenen Orten heiraten. In der Schweiz ist das nicht so. Und das ist ganz vielen Leuten unklar, dass das eben in der Schweiz nicht so ist. Aber wie du gesagt hast, muss man, also ich muss die Ehevorbereitung in der Gemeinde machen, wo ich oder mein zukünftiger wohnhaft ist. Mhm. Aber heiraten, muss ich in dieser Gemeinde heiraten? Nein. Heiraten dürfen wir überall in der Schweiz, bei jedem Zivilstandsamt. Das heisst, ich muss die Ehevorbereitung in meiner Gemeinde machen und nachher ist mir eigentlich freigestellt, wo immer ich möchte heiraten. Genau. Muss es immer auf einem Zivilstandsamt sein? Es muss einfach in einem bewilligten Traulokal sein. Das ist eben auch wieder ein... Und da hat es ja verschiedenes Angebot. Es gibt Schlösser, Sprungschanzen, Flughafen. Aber es muss ein geschlossener Raum sein. Gell? Genau. Das haben wir auch schon miteinander diskutiert. Genau. Es darf nicht auf einem Schiff sein, auf einem Fahrzeug. Warum darf es nicht auf einem Schiff sein? Es ist ein bewegliches Objekt. Dort hat man dann sogar ein Problem, wenn das über Gewässer... Kantonsgrenzen, ja, nicht über Kanton, sogar nur über Gemeindegrenzen, dass man gar nicht mehr zuständig ist. Ja, nein, es ist halt einfach so im Gesetz vorgegeben, dass es eben ein bewilligtes Traulokal muss sein. Und das Lokal ist jetzt einfach nur mal... Es hat ein Dach, es hat Wände. Ja, das aber heisst, warum ist das so? Weißt du auch nicht. He? Das ist im Gesetz verankert. Aber was der Ursprung ist von dem, oder der Hintergedanke, das kann ich dir nicht sagen. Auf zivile-traum.ch gibt es ganz viele tolle Orte, wo man kann, zivile Trauungen durchführen. Diese Orte, das muss man natürlich auch wissen, sind nicht in den Kosten inkludiert. Das heisst, wenn ich eine Ehevorbereitung oder wenn ich eine Trauung bei dir mache, wenn ich zu dir ins Zivilstandsamt komme, dann ist es drin. Aber wenn du irgendwo, wo machen die überhaupt Trauungen? So.
Wir haben das ordentliche Traulokal, das ist im Stadthaus selber. Dann haben wir noch den Park Tower, der ist gerade neben unserem Stadthaus, ist im 24. Stock und Park mit der wunderbaren Aussicht über ganz Zug und natürlich den See. Und dann haben wir noch in der Zuger Altstadt, die wir im Rathaus Trauungen durchführen. Und dort haben wir ein kleines Bürgerratszimmer oder den gotischen Saal, den man mit Gästen mitbringen kann. Und kosten die extra? Man muss bei einfach, euch jetzt zum Beispiel? Bei uns ist es einfach so, dass extra Gebühr fällt nicht an. Was einfach ist, gemäß Gebührenverordnung muss man 50 Franken zahlen, wenn man nicht im ordentlichen Traulokal kann. Aber das sind ja recht billig, gell? Ja, also ich kenne Gemeinden in der Schweiz, ja, die da andere Gebühren haben. Ja, das ist ein Dank an die Stadt Zug. Ja, das finde ich schön. Das find ich. Also gehen alle auf Zug heiraten. Nein, aber es ist tatsächlich so. Also ich weiss, zum Teil ist auch die Räumlichkeit, das sind 600 bis 1500 Franken in diesen Schlössern. Mhm. Natürlich auch begründet. Ich meine, die Räumlichkeiten muss man parat machen, alles. Ich weiss auch Zivilstandsämter, die dort dann auch 300, 400, 500 Franken verlangen für Trauung. Ich müsste jetzt gerade überlegen, wer es ist, aber ich habe dort schon auch ganz andere Zahlen gesehen. Was findest du persönlich schön? Wo machst du am liebsten Trauungen bei euch? Parktower ist wirklich mega lässig mit dieser Aussicht. Nur wenn es neblig ist. Also ich war einmal dort voll im Nebel gewesen und dann hatte ich Mühe, weil ja, das für mich irgendwie, habe ich mich nicht mehr wohl gefühlt. Und in der Altstadt ist halt einfach schön, weil wir halt, wir haben auch früher in der Altstadt gearbeitet, bevor wir gezügelt sind. Und dort ist halt so das Heimelige, es ist halt so, die Leute sind sehr verbunden, also die Zuger, sind sehr verbunden mit der Altstadt. Aber es ist irgendwie nicht zu vergleichen. Sind so unterschiedliche Traulokale, was auch schön ist, weil die Leute wählen können. Und deine Erfahrung, also wenn ein Brautpaar reinkommt, ein Hochzeitspaar reinkommt, weißt du schon, wo die hingehen? Also hast du schon so ein Gefühl, wo... Nein, weil wenn so, meistens... Die Jüngeren gehen eher dort her, die etwas Älteren gehen eher dort her, die Gleichgeschlechtlichen gehen eher dort her. Nein, überhaupt nicht. Gibt es keine Tendenz? Nein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Brautpaare, die eben nur die Zivilstandshandeln, dass die dann eher sagen, wir gehen ins Schloss oder wir gehen eben am Flughafen oder wo auch immer, dass die sich lieber dann eine speziellere Location wählen oder Örtlichkeit, weil sie sagen, das ist dann ja das Wichtige. Trauzeugen ist auch so ein Thema. Das ist auch in der Schweiz immer noch so. In anderen europäischen Ländern wird das ein bisschen aufgehoben. Warum braucht man eigentlich Trauzeugen? Ja, die Eheschliessung ist ein mündlicher Akt. Das wissen viele nicht. Das ist wirklich das Ja-Wort zählt. Und darum, sie sind Trauzeugen, sie sind Zeugen von dieser Trauung. Und sie tun dann einfach mit der Unterschrift noch bestätigen, dass sie das Ja-Wort gehört haben. Also im besten Fall sagen ja beide Ja. Und gibt es dann auch bestimmte Vorgaben? Steht dann auch wieder so Volljährigkeit? Genau, was volljährig, urteilsfähig muss man sein. Und sehr wichtig, man muss sich können identifizieren. Das heisst, man muss eine gültige ID oder einen gültigen Reisepass dabei haben. Sehr wichtig, da komme ich nachher noch dazu. Was ist, du hast es vorher schon kurz angetönt, was ist, wenn einer von den zwei Ehepartner nicht fließend Deutsch redet? Was ist auch, wenn einer von den Trauzeugen nicht fließend Deutsch redet? Was muss man dort beachten? Sehr wichtig, also die erste Tendenz ist natürlich, versteht mich das Brautpaar. Bei uns ist es so, dass wir natürlich auf Deutsch Trauungen durchführen. Je nachdem, die wir auch Englisch anbieten. Und sonst muss einfach ein offizieller Dolmetscher anwesend sein, der das übersetzt. Also es kann nicht der Onkel von der Braut sagen, nein, ich mache, ich schon übersetzen. Nein, das geht nicht. Also man muss eine neutrale Person. Wo findet man die? Also dann dürft ihr dann auch Empfehlungen abgeben? Wir können Kontaktpersonen angeben, wir können Caritas Dolmetschdienst zum Beispiel.
ist einfach bei uns im Zug, können wir auf diesen Zug greifen. Dann dauert natürlich, eben, wie du vorher gesagt hast, dauert das Ehevorbereitungsverfahren länger, weil dort muss schon der Dolmetscher dabei sein. Und dann dauert die Trauung dementsprechend auch ein bisschen länger. Und dort ist halt die Zeit ein bisschen limitiert. Es wird halt dann vielleicht im Inhalt von der Trauung weniger erzählt, weil halt alles doppelt kommt. Okay. Ich habe das auch schon mal gehabt. Ich musste auch schon Übersetzer haben, weil irgendjemand das nicht. Bei den Trauzeugen bin ich mir aber nicht sicher. Ist das bei den Trauzeugen auch so? Das sieht natürlich auch wieder. Vielleicht hat das Amt auch andere Regeln. Wir sagen einfach, der muss ja nicht perfekt Deutsch können. Der muss wissen, was ist mein Job eigentlich da innen? Was heisst ja? Was heisst nein? Und er muss einfach wirklich können urteilen, was haben jetzt Brautpaar gesagt. Ob er jetzt meine ganze Trauung genau versteht, das ist gleich. Das ist gleich. Ausweis, ganz, ganz wichtig. Ich habe wirklich immer einen grossen Zettel gemacht. Unbedingt Ausweis dabei haben, Führerausweis dabei. Gilt nicht, es muss eine Idee oder es muss ein Pass sein, sonst gilt die ganze Geschichte nicht. Ist dir das auch schon passiert, dass jemand den keinen Ausweis nicht mitgenommen hat? Ich hoffe nicht einer vom Beruf. Also, den Trauzeugen kannst du irgendwie ein bisschen jonglieren, aber... Genau, bei den Trauzeugen kommt es zwischendurch mal vor, dass der keinen Ausweis hat. Aber das Brautpaar hast du noch nie erlebt? Nein. Und dann haben sie einfach den Hausmeister genommen bei euch? Nein, wenn sie Glück gehabt haben, haben sie noch weitere Gäste gehabt und haben dann durchgefragt, hey, hast du eine Idee oder einen Pass dabei? Und haben dann so jemanden nehmen können. Ich habe es jetzt noch nie erlebt, wo sie jetzt, sag ich mal, nur mit den Trauzeugen gekommen sind, dass dann die keinen Ausweis dabei hatten. Ich habe vorher gesagt, pünktlich. Das ist auch etwas, was ich immer meinem Brautpaar gesagt habe. Immer pünktlich sein. Weil, ja, wir müssen pünktlich sein. Warum ist die Pünktlichkeit so wichtig und was passiert, wenn das Brautpaar eben nicht pünktlich ist? Wichtig ist natürlich, weil ja, wir wissen, alle wollen noch einen Freitag heiraten, am besten noch am Freitagnachmittag oder am Samstag. Und ja, es ist halt so, man ist dann ein bisschen durchgetaktet. Hat man dann Verspätung, ja, kann es sein, dass dann entweder gar nicht mehr für eine Trauung langt, dass man einen neuen Termin braucht. Oder dass man dann sagt, ja, eigentlich wäre jetzt für sie 20 Minuten, sage ich jetzt mal als Beispiel, eingerechnet gewesen. Sie haben jetzt aber 10 Minuten Verspätung gehabt. Ja, bis wir jetzt können anfangen, 5 Minuten, dann ist halt die Trauung fertig. Das ist halt darum wichtig, was passiert. Man kann ein bisschen, vielleicht hat man ein bisschen Spielraum. Das ist halt auch je nach Örtlichkeit, wo findet eine Trauung statt, in welchem Zeitraum. Wie ist man ausbuchen beim Zivilstandsamt an diesem Tag? Hat man vielleicht noch 5 Minuten Spazierung oder nicht? Das kann man halt immer dann nur vor Ort anschauen. Wichtig ist einfach, dass wenn man wirklich Aufspätung hat, dass es kann sein kann. Hast du auch schon sagen, sorry? Ich Next mal, time? Die hatten wirklich Glück, es war unter der Woche, es war kein Freitag einfach. Und es war im ordentlichen Traulokal, da habe ich gesagt, ah, okay, so viel Verspätung, okay, bist du im Kalender geschaut und gesagt, ja, es geht, das Trauzimmer ist auch noch frei nachher. Und ja, dann gehe ich zurück arbeiten, dann kommen sie in einer halben Stunde nochmal. Aber das war wirklich Glück, gewesen, dass ich das so haben konnte. Aber hast du auch schon jemanden müssen abweisen? Nein. Sagen? Nur dann halt wirklich kürzen. Okay. Kürzen, massiv. Wie viele Gäste nehmen die Hochzeitspaar bei euch so mit? Wie viel Platz hast du? Ja, es ist unterschiedlich von Traulokal zu Traulokal. Darum sage ich auch immer, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man sich für ein Traulokal entscheidet. Ja, wie viele Gäste kann ich mitnehmen? Wie viel wollte ich überhaupt mitnehmen? Und bei uns ist es wirklich unterschiedlich. Sage ich jetzt mal, das Kleinste hat 4 Sitzmöglichkeiten für die Gäste. Vielleicht können noch 2 stehen. Aber dann haben wir auch ein Traulokal, wo man jetzt richtig sagt, 48 Gäste kannst mitnehmen. Und das ist halt völlig unterschiedlich. Und erleben tue ich so in den Mittelbereich. Es gibt aber auch zwischen 15 und 20. Ja, so wo sie halt einfach sagen, ich mache es gleich im Familienkreis, weil ich habe ja nachher noch etwas. Ich habe noch eine Freitrauung, ich habe noch eine kirchliche Trauung. Und so tun wir uns auf Geschwister, die mit Partner, Trauzeugen, Eltern, Großeltern beschränken. Also ich kann mich an meine zivile Trauung wirklich nur so halb weg, aber ich kann mich noch daran erinnern.
Es war relativ lustig, aus verschiedensten Gründen. Man muss dazu sagen, mein Schwager ist Anwalt in Deutschland und der hat mir mal ungefähr 15 Mal gesagt, ob er sicher sei, dass er das Dokument unterschreiben will. Ich habe schon gemerkt, der Beamte war so leicht irritiert, was jetzt da genau abgeht, aber das ist die Familie von meinem Mann. Sie ist aber damals recht trockene Angelegenheit gewesen. Also zum Glück hat mein Schwager da die Situation ein bisschen erheitert für alle. Aber ich durfte in den letzten 10, 20 Jahren, 15, 16 Jahren, als ich das schon mache, habe ich wirklich auch schon ganz schöne, ganz romantische zivile Trauungen erlebt. Es kommt aber extrem auf die Beamte drauf ab. Wie läuft eigentlich so eine Trauung ab? Also, ja. Wenn sie so beamtenmässig erklären. Was ich dir sagen kann, von Gesetzes wegen her, müssen wir die Identität überprüfen, wir müssen das Ja-Wort abnehmen, feststellen, dass die Ehe geschlossen ist, das Eheregister unterschreiben und wenn sie noch Dokumente bestellt haben, nur die aushändigen. Also 3 Minuten. Genau. Das ist einfach wirklich das. Jetzt, wie du sagst, eine Trauung ist von Zivilstandsbeamten zu Zivilstandsbeamten völlig unterschiedlich. Darum kann ich dir nicht generell sagen, wie es ist, weil nebst diesen 3 bis 5 Minuten ist jede Person selber, die entscheiden darf. Und ja, bis jetzt bin ich an meiner Trauung, die ich selber gemacht habe, aber ich bin jetzt noch nie oder erst einmal an einer Trauung und ich durfte dabei sein. Wie lange? Also 3 Minuten, 5 Minuten, was? Du hast auch eine Ausbildung gemacht. Mhm, also genau. Das ist ja nicht so, dass du einfach da kommst und sagst, ich mache mal Hochzeiten. Ja. Du hast ja dort dann auch eine Ausbildung. Was wird dort gesagt? Wie viel Zeit rechnet man etwa? Dort wird gar nichts gesagt. Okay, super. Weil das, was wir den eidgenössischen Fachausweis erwerben, hat nichts mit der Trauung zu tun. Okay. Nämlich alles nur rechtliche. Okay, nur Dokumente. Genau, und dort müssen wir einfach wissen, was muss eine Trauung beinhalten? Aber alles ausschmücken ist, was kann man überhaupt? Wie viel Zeit gibt dir das Zivilstandsamt selber, wo du arbeitest? Oder hast du alle Viertelstunde Trauungen? Hast du alle Halbstunde Trauungen? Oder hast du nur alle Stunde Trauungen? Also lohnt sich auch, wenn ich ein Brautpaar bin und sage, ich will ein bisschen eine schönere Trauung fragen, wie lange sind bei euch Trauungen? Bei uns sind Trauungen, jetzt nur Trauungen selber, in der Regel 15 bis 20 Minuten. Und dann kommt es halt ganz darauf an, ob man vielleicht noch ein Lied einbauen als Brautpaar, möchte man noch ein Eheversprechen einbauen, hat man noch Ringaustausch, wo man ja darf machen, aber nicht muss machen, dann kann es natürlich auch 25 bis eine halbe Stunde gehen. Meine längste Trauung, aber dort hatte ich wirklich eine Stunde Zeit, ist wirklich 50 Minuten gegangen, weil halt einfach Trauzeugen haben noch etwas mitgestaltet, das Brautpaar hat etwas gesagt und das war einfach wirklich unlässig. Und dort kann man auch mit dir darüber reden. Also kann ich schon im Ehevorbereitungsgespräch sagen, ich möchte aber, dass sie mich trauen. Ist das möglich oder ist es dann halt einfach nach dem Zufallsprinzip, wer an diesem Tag Dienst hat quasi? Wie funktioniert das? Und du selber jetzt, wie bereitest du so Trauungen vor? Bei uns, ich kann natürlich auch nur, wie es wir sind, Zug machen, reden. Bei uns ist es wirklich so, dass wir halt eingeteilt sind. Freitage werden aufgeteilt. Jemand macht den Vormittag, jemand macht den Nachmittag und dann ist es halt wirklich Zufallsprinzip. Wir schauen schon, wenn es möglich ist, dass wenn ich jetzt sehe, die kommen für die Vorbereitung und ich bin an diesem Tag rum und ich mache dann auch Trauungen, dann schaue ich, dass ich auch die Vorbereitung machen kann. Aber es geht halt nicht immer. Ich selber du mich darauf vorbereiten, dass ich, wenn ich sowieso das Brautpaar schon durch die Ehevorbereitung kennt habe, ja, wie war mein Eindruck gewesen? Was denke ich, was könnte passen? Oder sie haben vielleicht noch 2, 3 Sachen von sich preisgegeben. Eben, wie wichtig ist ihnen die zivile Trauung? Kommen sie jetzt vorbei, weil sie ja jetzt einfach müssen? Oder sagen sie, hey, nein, uns ist das wichtig. Und baust du dort, also was ich schon erlebt habe mit Gedicht und also gibst du dir auch dort, natürlich kannst du nicht für jedes Brautpaar ein eigenes Gedicht rausschreiben, ist mir schon klar. Aber ja, gibt es dort so ein wo du sagst, ich mache so ein bisschen Emotionen drumherum? Ja. Also ich probiere es natürlich. Natürlich ist es auch immer Geschmackssache. Oder? Ich
was gefällt den Leuten. Schlussendlich kenne ich die Leute gleich nicht so gut. Manchmal habe ich Glück und ich treffe es. Und sie finden, oh wow, oh, cool. Ich komme auch Rückmeldungen, die auch schon gesagt haben, oh, ich habe auch schon Trauung erlebt, wo ich so trocken war. Oh, ich bin positiv überrascht, was mich natürlich dann auch mega freut, wenn ich Rückmeldungen so bekomme. Natürlich muss ich auch sagen, oder? Ich tue ja nicht bei jedem Brautpaar das Rad neu erfinden. Ich habe auch Textbausteine, darum ist mir es auch wohl, wenn jetzt jemand sagt, ah, sie bin ich auch schon an einer Trauung. Ich so, ah, okay. Was habe ich vielleicht erzählt? Dann kann ich etwas anderes nehmen. Und nicht, dass ich dann per Zufall genau wieder gleiche Sachen reinnehme. Und ich finde, für das kann man miteinander reden. Schlussendlich sind wir ja nur auch Menschen, auch wenn wir Zivilstandsbeamte sind. Und wenn man miteinander kommuniziert, ja, dann kommt es auch gut. Ja, wenn man mit euch sich austauscht. Genau. Also ist auch zum Beispiel der Einzug mit dem Vater ist möglich, ein Musikstück ist möglich, mhm, allenfalls. Ich nehme neue Hand, also was ich jetzt alles schon gesehen habe. Früher ein CD-Player, heute ist wahrscheinlich irgendwie UE-Boots oder irgendwie so der Sonos, wo man kann mit dem Handy anhängen. Mhm. Also bei uns, mich können sie integrieren, können's, aber wir haben kein Abspielgerät. Das muss man einfach selber mitnehmen, die Baum oder so. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist ja heutzutage auch. Ja, und der Einzug ist halt auch immer, je nach Traulokal, ist es überhaupt möglich. Dort, wo wir alle mit dem Lift, sage ich jetzt mal, ausschliessen, weil man im 24. Stock ist, weil ja jetzt niemand laufen will. Ja, das ist vielleicht weniger möglich. Und das ist halt dann wirklich, das muss man immer situativ dann anschauen, ist es möglich. Und wenn das einem wichtig ist, ist halt auch wichtig, zu sagen, hey, haben wir bei euch im Zivilstandsamt, wenn ich in diesem Traulokal heirate, die Möglichkeit. Ringtausch, ist das ein Muss? Gehört das zu einer zivilen Trauung dazu? Nein. Das heisst nicht, wenn man verheiratet ist, dass muss man einen Ring tragen. Ja, das ist ja auch etwas, was die Leute denken, das ist ja, also das erfragst du auch, wenn wir, ihr einen Ringtausch macht. Genau, wir fragen, wissen sie schon, möchten sie, wollen sie oder nicht, oder ist es überhaupt noch offen? Oder etwas anderes tauschen? Oh, ja, habe ich auch schon oft gehabt. Und küssen. Man darf natürlich sehr gerne sich küssen. Aber tust du sie animieren, dass sie Nein. sich küssen? Nein. Warum nicht, Tiziana? Man kann da reinlaufen. Ehrlich, was ist denn schon passiert? Ja, es kann sein, dass die Leute sich das gar nicht wollen, vor Leuten sich küssen. Dass halt auch Religionen, die sagen, nein, vor den Eltern küssen wir sich nicht. Ja. Und darum, ich habe einmal, dass nachher hat Freitag meinem Bruder einfach einen Kuss auf die Stirn gegeben und dann habe ich nur so gedacht, oh, das ist jetzt glaube falsch gewesen. Ja, darum, man darf sehr gerne, es fragen zum Teil auch Leute, ja, darf ich dann? Und dann sage ich, oh ja, sehr gerne. Wie ist jetzt deine Erfahrung und wie erlebst du das mit den Kleidern, mit den Brautkleidern? Kommen Brüder in einem langen Walla-Walla-Kleid, kommen sie eher in einem schönen weißen Cocktailkleid oder kommen sie mit Jeans und T-Shirt? Also was ist so ein bisschen deine Bandbreite von Brüten? Gesehen haben wir natürlich schon alles. Also wirklich von Prinzessinnenkleid mit Krönchen bis zu Trachten oder halt wirklich casual Kapuzenpulli, Jeanshosen, Sneakers. Weil schlussendlich ist es ja nicht vorgegeben, was man anhaben muss. Man darf es selber wählen. Aber wir haben doch viele, die schön angelegt kommen. Und auch oft etwas Weisses. Zum Teil einfach bei den Zivilen vielleicht kurz weiss. Das Cocktailkleid. Genau, cocktailmässig. Aber auch doch da und da wirklich mit schönen Hochzeitskleidern. Seit wann machst du das schon? vom Beruf arbeite ich seit jetzt knapp 10,5 Jahre. Mhm. Und seit 9,5 Jahren mache ich auch Trauungen. Hat sich dort etwas verändert? In der Kleiderwahl? Ja, natürlich mit Mode. Nein, das meine ich. Aber ja, mit nein. dem Weissen hat sich das, ist das eigentlich immer noch auf dem gleichen Stand ja. wie vor 10 Jahren. Hey, ich glaube, abschließend können wir sagen, wir haben jetzt glaube ich alles besprochen rund um das Thema zivile Trauungen. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, dass wirklich Brautpaare merken, man kann einen Fingerabdruck geben, man muss halt das Gespräch suchen, man muss halt schauen, was ist im Rahmen der
Machbarkeit von eurer Seite natürlich. Man muss sich frühzeitig um Dokumente kümmern, dass man am Schluss nicht einfach wirklich ein Juffeln hineinkommt. Gut abklären. Und ja, auch seine eigenen Wünsche abklären, was will ich überhaupt machen. Und eine zivile Trauung kann auch mehr sein als nur eine zivile Trauung. Und wie gesagt, Pass und ID nicht vergessen, pünktlich sein. Nur zum Schluss, du, wenn du jetzt da darfst, einen Appell rausgeben und sagen, diesen wichtigen Punkt möchte ich euch unbedingt mit auf den Weg geben. Ja, sich eben Gedanken machen, wer will ich dabei haben, wie gross muss es sein und wo fühle ich mich wohl. Danke dir. Danke dir, Tiziana, dass du zu diesem trockenen Thema zu mir gekommen bist und mit mir zu besprechen. Ich finde das aber extrem wichtig, dass wirklich auch das Thema mal einen Platz hat, weil ich merke immer wieder, dass dort sehr viele Unsicherheiten sind und auch sehr viel Unwissen. Ich wünsche ganz viele schöne und unkomplizierte Trauungen. Danke, dass ihr zugelassen habt. Schreibt uns eure Fragen, Anregungen, vielleicht auch Themen, die ihr es gefunden habt, hey, das wäre mal lässig, darüber mehr zu hören. Ihr könnt das gerne auf unserer Instagram-Seite unten dran natürlich in den Kommentaren tun. Ihr könnt per Mail an info@hochzeitskaffee.ch oder natürlich direkt unter dem Video auf YouTube. Wir freuen uns. Vergesst uns nicht zu linken, liken, abonnieren auf den Social Media, auf YouTube, auf Spotify. Wir freuen uns natürlich. Ich glaube, alle wichtigen Infos werden wir wieder unterhalb von diesem Video setzen. Ja, es bleibt mir nichts anderes zu sagen. Tschüss zusammen, eure Kathi. Super.